Die waren euch alle drei einig, ja. Na, wir hören erstmal zwei dazu. Und die zwei, dem war ja erstmal waren sie traurig beide. Wenn ich jetzt mal so rekapituliere, was in dem Moment da passiert im Ring, dann waren sie beide traurig, dann sind wirklich ein paar Tränen gekullert von beiden und alle wollten das nicht so und irgendwie war das dann alles so in dem Moment, keiner wusste noch, was ist jetzt überhaupt die Phase, aber dann auch irgendwie dann Einigkeit, so kann das ja nicht zu Ende gehen. Ich kam dann dazu und dann war das eigentlich Sekunden, wo dann klar war, nee, so gehen wir nicht aus dem Ring. Und es war für mich als Promoter, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das Kurioseste, das was nie bei mir vorher passiert ist, in 165 Veranstaltungen, muss man ja ehrlicherweise sagen, aber auch diese Momente, also das war schon was Besonderes. Also so tragisch wie es war, aber auch der Umgang beider Sportler miteinander, sind ja dann nachher auch geehrt worden für Fair Play im Sport. Muss ich wirklich sagen, das war ein besonderer Moment. Also so bescheuert wie das da war, so komischer, das können Sie ja besser erzählen wie ich. Also, ich kann das nur als Außenstehender machen, als Veranstalter. Aber ja, da war eigentlich relativ schnell klar, das muss nochmal wiederholt werden. Ronny, wie schwer war es dann nochmal, diesen Anlauf von letzten Kampf zum letzten Kampf jetzt nochmal zu tätigen? Ja, wie schwer war es? Es war sehr hart, aber trotzdem schön. Weil Boxen grundsätzlich dein Leben war, ne? Genau, ja. Ich bin gerne trainieren und ich liebe den Sport einfach. Und von daher war es für mich auch klar, dass ich es normal mache. Und habt ihr irgendwas jetzt geändert? Ich meine, die Erfahrung von zumindest fast 4 Runden hattet ihr ja schon. Naja, was heißt geändert? Also, wir sind trotzdem weiterhin hart am Arbeiten gewesen. Ob wir jetzt was verändert haben, werden wir am Samstag sehen. Und mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Das ist doch klar, ich meine, ich habe schon bei den Mädels vermieden zu fragen, was jetzt die Taktik ist oder ähnliches. Ich glaube, das sollte man auf Pressekonferenzen inzwischen sein lassen, danach zu fragen. Wie weit hat dein Umfeld dich jetzt gestützt? Du hast es ja auch mit diesem Karriereende sehr bewusst gesetzt, um deine Familie sich mehr zu widmen. Jetzt haben die noch mal ein halbes Jahr draufgelegt. Ja, es ist natürlich nicht so einfach, gerade in der Vorbereitungszeit kennt man ja, oder viele kennen ja meine Laune, ne? Aber ich denke mal, ich bin ganz durchgekommen dieses Mal und von daher, ja, wir freuen uns alle auf Samstag und auf einen schönen Abend. Also ich habe keine Erfahrung gemacht, wenn ich ihn angerufen habe, war der immer gut gelaunt. Hartmut. Ist das wirklich so, dass der Ronny immer die Frohnatur schlechthin ist? Naja, Frohnatur. Wir haben schon einige, waren jetzt 3 Wochen an der Ostsee, haben da ein bisschen gebadet, ein bisschen gebadet, ein bisschen gekommen und vom Training viel gemacht. Au! Aber es ist Zeit, wenn wir losgehen. Sonnabend, da werden 2 klasse Boxer gegenüberstehen und die werden sich alle nichts schenken. Und der Bessere wird gewinnen. Elias, jetzt habt ihr ja praktisch so fast ein Jahr schon aufeinander gehockt, ja? Also ein Jahr so euch immer aufeinander konzentriert. Ist das eine Besonderheit jetzt gewesen, zu sagen, klar, eins, der Kampf 2 muss stattfinden, oder 2, dass man sagt, also ich weiß ja auch, was ich mir einstelle, ein Jahr lang darauf trainieren und immer wieder mit dem Namen Ronny Gabel und Ronny Gabel und nochmal Ronny Gabel. Ja, das ist natürlich ein Kapitel in seinem Leben, aber auch in meinem Leben und es ist ein schöner Abschnitt, egal wie das jetzt am Samstag endet, auf den wir beide stolz zurückblicken. Ich meine, was haben wir erreicht? Ne? Wir hatten eine volle World Music beim ersten Mal, ich denke mal jetzt beim zweiten Mal mit unserer Vorgeschichte ist auch nochmal getoppt und ich freue mich drauf. Die Vorfreude überwiegt über den ganzen Verzicht, den man natürlich in den letzten Wochen hatte wir haben Bock. Wie schon gesagt, der Bessere möge gewinnen und wir werden beide alles liefern, um einen geilen Kampf dem Publikum zu zeigen. Ja, jetzt seid ihr sozusagen von der Trainerschaft schon zu zweit. Das ist ein bisschen überraschend für mich gekommen, aber das gibt ja einen Grund dafür. Ich glaube, du brauchst aufgrund der Familiensituation eine gewisse Entlastung, richtig? Genau, also der Trainerschaft hat mir geholfen, hat die Medias natürlich damit auch.
Ja, er war ein Trainingslager in seiner Heimat. Das kannst du bei Löscher in gewissen Zeitraum und ja, hat nochmal einiges wirklich, ich sag mal, dazugelernt und ein bisschen umstrukturiert und ja, ich würde sagen, ist auf jeden Fall fit. Doch, jetzt warst du beim ersten Mal jetzt noch nicht so aktiv dabei, aber jetzt die Geschichte kennst du, sie ist, denke ich mal, durch Deutschland gelaufen, speziell im Nachgang und speziell, denke ich mal, auch von der Art und Weise, wie die beiden auch so miteinander umgegangen sind, wie sie sich dann auch letztendlich schon im Ring da verabredet haben, auf den Tag am Samstag. Was gab es noch an Elias zu sagen? Ja, Elias, wir kennen schon sehr lang und wir haben nicht so viel Zeit gehabt, um wirklich was ändern zu können. Ein paar Sachen probiert. Wir haben unheimlich viel Sparings gemacht. Ich weiß nicht, also wenn er sich vorbereitet hat, auch so die 100 Minuten Woche. Er ist fit. Er hat Bock. Er ist hungrig. Kann kaum noch aushalten. Aber schon genervt. Kinder sind schon genervt. Und Samstag sprechen im Ring und dann entscheidet sich alles. Also ihr beide, ich bin auch nicht genervt von ihren Boxern. Ja, was? Ich, das ist eigentlich sehr einfach zu führen. Ich wollte gerade sagen, also ich kann mit beiden wunderbar und sie sind immer bereit. Sie haben auch das letztendlich mit erreicht, weil sie sich wirklich offen und für alles auch immer vielen Terminen da gewesen sind, immer auch den Interviews mit abgeliefert haben. Da war keiner irgendwie auf Deutschland Zickenfick gemacht, sondern da war immer die Bereitschaft da. Ja. Zum Kampf selber, also ich drücke beiden natürlich auch ganz fest die Daumen und man muss sagen, wenn man natürlich, du hast gesagt, ungefähr ein Jahr sich kennt, ein Jahr auch alle Schwächen und alle Vorteile selber herausarbeiten konnte. Ich glaube, es wird nochmal ein anderer Kampf wie beim ersten Mal. Das war ja, beide konnten den anderen noch mehr studieren, die standen schon mal im Ring. Also es ist sehr, sehr spannend, muss ich wirklich sagen. Also nicht nur, dass wir hier die Weltmeisterschaft haben, die spannend ist, aber gerade die Leute kommen natürlich wegen diesem Duell. Ronny gegen Elias und Teil 2. Und Elias hat es so schön gesagt, er ist stolz drauf, beim ersten Mal die Halle schon voll, jetzt beim zweiten Mal. Das ist so. Deutsche Boxgeschichte, das ist alles nicht selbstverständlich heutzutage. Ich freue mich riesig auf diesen Kampf, es wird spannend und ich glaube, das Publikum wird voller Spannung zerspringen, wenn es dann in den Ring geht von beiden. Also ich drücke fest die Daumen, dass auch sowas nicht nochmal passiert, dass es sportlich entschieden wird, dass die Leute gesund bleiben und dass, wenn es eine sportliche Entscheidung ist, muss man das respektieren, egal wer dann gewinnt. Vier Bäder. Ja, das ist auch wichtig. So, können wir einen Blick hier gehabt? Und dann eine Faust zeigen zum. Wollt ihr den Gürtel da vorne stehen lassen? Nicht für einen Titelträger. Okay, also. Wird überbewertet. Der passt ja nicht auf. Selber mal lachen.